dann jeden Morgen. So, wir sind in Landeck. Wir sind auch in der Unterkunft. Wir frühstücken gleich. Und dann geht's weiter Richtung Nauders. Und waschen passt natürlich vorher. Haben heute auch etwas über 50 Kilometer eingeplant. Und ich hoffe, dass das einigermaßen klappt, dass meine Schultern das mitmachen. Und dass das, naja, schlichtweg ein schöner Tag wird. Das Wetter spielt ja glücklicherweise mit. Und das soll auch so bleiben. Das ist gut. Okay. Wir gehen jetzt erstmal was essen und dann geht's ab. Bis dann. So, aus Landeck sind wir raus. Und es geht jetzt weiter an der Inn, wird es wohl sein. Es geht schon leicht hoch. Normalerweise müssten wir da lang, aber da ist ein Abschnitt gesperrt. Also geht's auf dieser Seite weiter. Ja, es geht schon immer hoch und runter. Aber noch kann man es bewältigen. Brigitte ist schon längst außer Reichweite. Ja. Ja, da geht's weiter. Und erst hier rüber. Ich habe alles im Salat, den ganzen Teil. Vielleicht ist das hier Mode. Ja, der Radweg ist jetzt von der Bundesstraße wieder abgewichen, das ist gut. Hier haben wir wieder gut Ruhe. Es steigt auch noch im Moment nicht. Lässt sich relativ gut fahren jetzt hier. Wir haben die Enden wieder überquert. Die haben wir hier zur Linken. Den Inn. Sliding Track. Sagt das Schild hier. Also schieben wir hier. Schon wieder kurz über den Inn.
Ja, heute sind wir nicht die Einzigen auf der Claudia. Ja, Claudia Huster. Wenn gerade keine Radfahrer zu sehen sind. Sie waren da. Immer wieder. Ja, die Claudia Augusta. 2000 Jahre. Starker Hochverkehr. Das ist was. Höchste Zeit für Brigitte, wieder ein schönes Bild zu schießen. Und zwar die Festung da oben. Wie die jetzt heißt, weiß ich nicht, muss ich später nachgucken. Hier geht's dann gleich weiter. Davon werde ich jetzt erstmal kosten. Soll voll sein. 9 Kilometer, 7 Kilometer weiter ist noch einer. Reschen-Campingplatz oder so. Da kann man nicht reservieren. Wer kommt, der kommt, sagten sie am Telefon. Ich gehe mal davon aus, dass wir da einen Platz kriegen. Sonst weiß ich auch nicht. Wir haben Wochenende und ich denke, da hinten wird viel los sein. Schauen wir mal. 12 Kilometer vor Funz und es ist ein herrliches Fahren angesagt. Für einen Moment. Mal sehen, was kommt. Aber dies muss man erstmal ausnutzen. Thank you.
letzte Ausschilderung der Via Claudia Augusta. Wir hatten sie erreicht und das musste natürlich auch dementsprechend festgehalten werden. Jo. Und weiter geht's in Richtung Fons beziehungsweise Reschenpass. Temperaturen sind das angenehm, um 20 nach 11. Da kann man nicht meckern. Leichter Wind von vorne. Es geht aber noch. Alles gut soweit. So, eine kleine Trinkpause. Kurz hinter Tschuppach oder wie das hieß, so ähnlich. Tschuppach. Irgendwie so 7 Kilometer vor Fund oder 6,5, weiß ich so genau. Ja, hier hinter Schöneck ging es nochmal wieder bergan. Kurze Verschnaufspause und dann geht's weiter. Dann sehen wir weiter. Wieder geht's über den Fluss. Und da sind wir gekommen. Vorhin stand auf dem Schild nach Nauders 12 Kilometer. Kann ich eigentlich kaum glauben. Mittagspause zu machen. Klingt das geradeaus? Ja, das gibt's heute zum Mittag. Brauchen ein bisschen Stärkung. Ein bisschen Stärkung. Wir lassen es uns erstmal schmecken, bevor es dann gleich hochgeht. Ja. Dass wir wenigstens was im Magen haben, dass wir gestärkt sind. Gut. So. Wir haben gut gegessen, gut getrunken. Und es geht jetzt weiter Richtung Reschenpass. Bis nach Nauders wahrscheinlich 22 Kilometer. Mal sehen, wie wir es packen. Gleich geht es ein Stück durch die Schweiz übrigens. Etwa 6 Kilometer. So, hier geht es nochmal über den Fluss.
Und da vorne geht es dann rechts. In die Richtung weiter. Finsternis nennt sich das hier. Ja, von der Schweizer Grenze ist noch nichts in Sicht, aber die müsste gleich kommen. Altfinsternis ist das. Wäre ich gerne reingegangen. Aber wir müssen ja über den Reschenpass und zwar hier weiter. Nach Martina sind es noch 6, ein paar kaputte. Wir sind auf dem Weg nach Martina. Hoffentlich geht es jetzt in die Schweiz rein. Der Grenzübergang nach Österreich. Und dann, ja, dann beginnt der Aufstieg auf den Olymp, den Sitz der Götter entgegen. Das schwerste Stück Arbeit erwartet uns. Hier werden wir nochmal Wasser fassen und dann werden wir es versuchen, nach Nauders hochzukommen. 6 Kilometer. Das wird hart werden. So, wir starten jetzt die berühmten 11 Kehren. Wir fangen es an, packen es jetzt an. Haben noch hier Wasser gefasst hier vorne. Und wir haben ein Zimmer gefunden in Nauders. Also dann haben wir dann noch unser Ziel erreicht. Campingplätze. Von den Campingplätzen hatten wir keine Zusage. Da war irgendwie von Fahrradvereinen etwas, was voll belegt. Und die konnten uns nicht zusagen, ob wir einen Platz kriegen könnten. Ja, jetzt haben wir ein Zimmer. Sind in Nauders, haben das Ziel erreicht. Ja, wir müssen praktisch nur noch hier hoch. Thank you.
Und es geht wieder steil nach oben. Hier ist ein ganz steiler. Richtung 9. Es wird heiß. Hallo. Ach, hallo. Es wird hart. Ganz hart. Ja. Und es geht immer steiler. Doch wir müssen da durch. Ja, der Berg ruft. Der Berg ruft. Koste es, was es wolle. Ja, ich fahre schon mal weiter, sie holt mich ja sowieso ein. So, bis Kehre 2 haben wir uns durchgewurschtelt. Wieder 2 Kurven geschafft. 1 Kilometer noch bis zur Norbertshöhe. Das ist ja der höchste Punkt von kurz vor Lattenauders. Dann geht es ein bisschen runter. Hier geht es dann gleich noch 1 Kilometer hoch. Wird noch mal gut schwer werden, aber dann haben wir es für heute geschafft. Für heute. Ja. Unser Klassenziel ist auch erreicht, genau das. Ja, ist auch erreicht. Ja. Eigentlich wollten wir auf dem Campingplatz, aber da haben sie uns keinen Platz sicher zugesagt. Alles überfüllt. Haben wir uns ein Zimmer genommen. Ist auch ganz gut. Können wir noch mal richtig morgen früh frühstücken, unsere Dusche richtig. Und die Akkus aufladen. Akkus, alles aufladen in aller Ruhe. Und dann geht's nach Italy. Und dann überschreiten wir morgen die Grenze nach Bella Italia. Wir kommen. Ja. Da kommt Albert. Er ist mein Held. Ohne Motor, mit 17 Kilo Gepäck. Den Fernpass hoch. Manchmal geschoben. Manchmal gefahren. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Toll. Jawohl! Geschafft. Super! Nach circa 1,25 Stunden erreichte ich endlich die Norbertshöhe. Auch wenn mein Körper völlig ausgepumpt war, das Gefühl, es geschafft zu haben, war wohltuend und befreiend. Und das unendlich.
ein wirklich schöner Moment. Und Albert, würdest du es nochmal machen? Ja. Ja? Ja? Doch, ja. Brigitte, da sitzt sie auf dem Thron der Norbertshöhe. Sie hat's auch redlich verdient. Und hier geht's noch runter nach Nauders. Da ist Endstation heute. Ja, eine Mordstour. Aber trotzdem. Die Belohnung folgt immer. Auch heute. Nach dieser Ochsentour. So, vor uns haben wir Nauders. Wir sind in Nauders, essen ein bisschen, trinken was, ruhen uns aus hier am Supermarkt. Es geht gleich zur Unterkunft. Können wir uns rechtzeitig schlafen legen. War ein anstrengender Tag. Und morgen kann es dann weitergehen. In aller Ruhe. Ja. Genau das, wie es bleibt und bleibt. Sind wir denn hier in Nauders, in unserer Unterkunft. Das ist ein schönes Zimmer. Hier ruhen wir uns ja noch mal richtig aus. Essen ein bisschen. Morgen früh schönes Frühstück. Und danach geht es dann weiter Richtung Reschenpass und weiter. Schlafen uns jetzt noch mal richtig aus, wir sind früh pennen und dann wird es ja wohl morgen gehen. War ein ziemlich harter Tag heute. Ab morgen, wenn wir den Reschenpass hinter uns haben, geht es ja weitgehend nur runter. Dann haben wir, was die Alpen betrifft, das Schlimmste hinter uns. Können wir die Räder vielleicht rollen lassen, wäre ja nicht schlecht. Ja. Gut, wir sehen uns dann morgen früh. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Schlaft gut, macht's gut. Bis dann.